Wer Cem Özdemir zum ersten Mal sieht oder hört, merkt direkt, von diesem Mann geht keine Gefahr aus. Er ist bemüht, nett und stets verbindlich. Doch reicht das? Reicht das für einen Mann, der seine Partei in ein neues Zeitalter führen möchte? Woher entsteht eigentlich dieser Eindruck des netten Herrn Özdemir? Woran liegt das? Es liegt zunächst einmal an seiner Physiognomie, vor allem der seiner Augenbrauen. Es sind keine dicken Balken à la Theo Weigel, sie sind eher rund und drücken damit Hilfsbereitschaft und Empathie aus. Und sie liegen etwas über seinen Augen. In der Medizin der Chinesen bedeutet das Königinbrauen. Königinbrauen haben den Hang zur Perfektion. Das muss nicht immer von Vorteil sein und kann durchaus zu Verkrampfungen führen. Özdemir ist als geborener Schwabe durchaus zurückhaltend. Doch er kann auch energisch sein. Es ist doch nicht so, dass die Bundesrepublik Deutschland und Europa Mitglied in der Türkei werden wollen. Die Türkei will Mitglied in der Europäischen Union werden. Dann wäre es doch vielleicht auch mal ganz gut, wenn man mal sagt, wer sich wem anzupassen hat und wer an sich an welchen Normen orientieren muss. Ich stehe, es überfordert mich intellektuell zu verstehen, wie die Türkei-Logik dieser Regierung funktioniert. Vielleicht liegt es ja daran, dass es gar keine Logik gibt in dieser Frage bei der Türkei bei Ihnen, meine Damen und Herren. Aber ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht so polemisch sein, Sie haben mich einfach dazu provoziert. Ich wollte eben gar nicht so polemisch sein. Tja, Herr Özdemir ist eben auch ein Netter. Aber er kann auch lässig sein und durchaus international, ohne Sakko und ohne Krawatte. Cem Özdemir, Spitzenkandidat und Parteivorsitzender der Bündnisgrünen. He was born and raised by a mother of Indonesian heritage and a father of Moroccan heritage. Jesse and his family embody the diversity and the history of our wonderful continent. Das klingt schon ganz gut, fast wie der künftige Außenminister. Und in einer solchen Position ist es auch gar nicht schlecht, wenn man mal selbst über sich lachen kann. So, und der Rest der Rede ist jetzt auf Schwäbisch. Ich hoffe, ihr habt euch darauf eingestellt. Lachen kann er über sich, doch wenn es nötig ist, kann er durchaus aufbrausend sein. Im öffentlichen Raum gibt es nur eine einzige Rechtsauffassung. Da gibt es keine konkurrierenden Rechtsauffassungen. Draußen auf der Straße gilt das Grundgesetz und nichts anders. Letztlich ist er nie aggressiv. Er hat rhetorisches Format und überzeugt seine Zuhörer. Allerdings immer eher auf den zweiten Blick.